So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Wir machen heute weiter mit Route 4. So, bei der Dame haben wir uns ja geheilt und wir sammeln jetzt ja nach und nach die Items ein. Ja, ich habe ein bisschen Kritik bekommen, allerdings nur kurz, eigentlich liegt bei der Kritik. Ich soll zum Beispiel, wenn ich die Charaktere nachspreche, soll ich ein bisschen was ruhiger sprechen. Und ich versuche es auch. Das ist für mich immer wieder aufregend und alles drum und dran. Und das versuche ich halt, bringe ich auch ein bisschen mit rein. Sehe ich mir also bitte nach, wenn ich ein bisschen länger, ein bisschen schneller spreche. Aber ich merke es auch, dass ich mich öfters mal fast bin. Ja, das ist klar. So, ich habe euch einen kleinen Link in die Videobeschreibung gepackt. Und zwar hatte ich einen Discord-Server vor der Pokémon-Gruppe. Ich darf die Videos hier in der Gruppe posten und die haben gesagt, okay, dann machen wir ein bisschen Werbung für uns. Oh, hier ist Leitung. Das habe ich dann auch gemacht, auf jeden Fall. Da könnt ihr drauf gehen, dann könnt ihr mit Gleichgesinnten sprechen, ab und dran. Die machen auch so ihre eigene Arena-Challenge und. Ja, guckt einfach mal rein und ich hoffe, ich vergesse den Link nicht dann. Ansonsten müsst ihr mich nochmal bitte in den Kommentaren darauf hinweisen, dann setze ich noch dazu. Gut, hier haben wir unseren ersten Trainer. Auf der Route 4. Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist ein Kampf gegen dich. Ein Züchter. Mit einem Mauzi. Und zwar in der Galaform. Mauzi ist mal ein Stahl-Pokémon, kein Normal-Pokémon. Eigentlich habe ich überlegt, es ins Team zu nehmen. Ich werde es aber dann doch nicht ins Team nehmen. Weil ich mir ein bisschen was anderes ausgedacht habe. Wir werden es aber dann bei Pokémon Schwert, wenn wir das weiter davon spielen, werde ich es dann mal nehmen. Es entwickelt sich nicht das Miniket wie in der ersten 7 Generation. Oder wie zu einem Mauzinger. Das lernen wir dann auch im Laufe der Story mal kennen. Das ist jetzt ein bisschen der Schild. Das ist ein Stahl-Pokémon, deswegen ist auch Feuerattacken. Also das ist funktioniert übrigens auch mit Kampfattacken. So, Mauzi ist besiegt. Erste. Und wir haben nicht kein Level ab momentan. Eins, haben wir heute. Da kann man auch nicht bleiben. So, dann setze ich mal weiter meine Nidoladung ein. Ich dürfte eigentlich angreifen können. Ja, wollte gerade sagen, nee. Initiative Push. Also hat er noch eins, okay. Also hat der Kollege noch eins. Ja, klappt. Also Super Push steht. Oh, Sweat Push. Super Push steht kurz vor der Level Up, auch Level 16. Die Frage, reicht denn die Nidoladung ins Sweat Push? Nein. Nicht ganz. Schade. Sieht super schade aus. Wir sind verwirrt und das verwirrt uns. Das klappt. So. Ja, wir sitzen krank ein. Super krank oder was war das? Das ist geil. Gut, jawohl. Reicht gut? Jawohl, reicht gut. Perfekt. Volltreffer, ja gut. So, es wird bloß down und der Züchter ist besiegt. Hier auf diesen Routen findet ihr übrigens auch Pikachus und Evolis. Dort 1-5% Chance und 1-5% Chance. Wobei ich was vergessen habe tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie ich die auf dem Account habe. Warte mal. Das habe ich vergessen tatsächlich. Kann ich jetzt schon Route 4 reisen? Ja, theoretisch könnte ich das. Ich rufe mal ganz kurz zurück nach Brassbury. Wo ist denn das jetzt hier? Wo wir gerade nämlich bei Pikachu und Evoli sind. Es gibt, glaube ich, im Bahnhof wäre das. Im Bahnhof wäre das, wegen. Ach, ich verlaufe mich. Ich verlaufe mich mal sehr gerne. Devion 2.0. Wo ist denn der? Wo ist denn der Bahnhof? Muss hier unten sein. Ich glaube, hier gibt es einen Trainer, der, wenn das auf dem Account klappt. Ich habe extra für dieses Let's Play einen neuen Account angelegt, weil ich die Spiele auch nur private spiele. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Okay. Und mit deiner Fahrgäste, die mir jetzt eine Rüstung passt, sind jetzt einzusteigen. Gut, hier ist es gerade eher uninteressant. Ach, die sind gar nicht da. Okay. Hä? Gab's das? Ich dachte, das gab's so mal. Gab's so mal. Okay, ich dachte, es wäre jetzt irgendwas Interessantes gewesen. Aber wo wir gerade mal hier sind, können wir nämlich kurz das Event mit dem Fleckborn machen. Also beziehungsweise mit dem,
Wann möchtest du mit dem Zug fahren? Ich möchte gar nicht mit dem Zug fahren. Ich dachte mir jetzt, ich mache das kurz mit dem Filmmonument hier. Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungsparks werfen? Aber selbstredend, Sie können schließlich nicht hell sehen, oder? Vielen Dank. Einen Moment bitte. Da ist das Fleckmann. Ein ganz spezielles Fleckmann. Das werden wir uns auf jeden Fall auch fangen. Dann werden wir mal nicht ins Team nehmen. So. Das können wir jetzt hier wirklich fangen. Und das ist auch dieses selbe Pokémon, was hier... was ist hier geben soll? Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Habe ich mal ein Pokémon, was ich da einsetzen kann? Ja, Oldi, theoretisch. Eigentlich wollte ich mir hier... Gibt es hier, glaube ich, Menschen, die der... die Pikachus und Evolis verschenken, wenn man Pokémon Let's Go... Evoli Let's Go Pikachu gespielt hat. Aber scheinbar sind die nicht da oder ich vertue mich gerade an der Ecke. Ich weiß es gerade nicht. So, genau. Wie soll es fangen? Versuchen wir es mal. Ob ich es gefangen bekomme. Und danach gerne sofort so Route 4 zurück. So, mal Wagenrummler einsetzen. Level 12 ist es. Biss. Typische Typ. Jawoll. Diese eingeschlafen Kasse. Okay, wir nehmen das kurz hinzufangen. Zwei. Drei. Und haben's. So. Die gibt es nicht, aber es gibt immer ein bisschen was. Pokémon ins Team abgenommen. So, wir haben dafür gesagt, dass wieder alles ja, also Normalität kommt. Deswegen müsst, das dürfte auch im Pokémon Center keine Meldung bekommen. Es gibt ein seltenes Pokémon im Bahnhof. Wenn ich ein Fangsteam beschreiben sollte, würde ich ihn als elegant bezeichnen. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An dem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Ach, das ist verständlich. So. Für mich geht die Reise jetzt zur sogenannten Rüstungsinsel. Dort werde ich mich ganz im Training und Fang von seltenen Pokémon widmen. Vielleicht begegnen wir uns eines Tages erneut. Denn ich empfehle mich. So. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich was anderes machen. Das war eigentlich anders als geplant. So, und der ist jetzt weg. Der Zug ist auch weg. Wir setzen uns kurz. Und dann geht's weiter, wie gesagt, zurück zur Route 4. Ach genau, Pokémon wollte ich nicht kriegen. Karte. Wir gehen zur Route 4 zurück. Moment, ist hier hoch? Da. Dann wollen wir nämlich unser Abenteuer weitermachen. So, Pokémon. Pokémon-Karte brauche ich auch nicht. Ich glaube, kann mich bei der jungen Dame dann noch heilen. So, Fleckmann schmeißen wir mal aus dem Team. Nein, das brauchen wir nicht. Ich habe ein anderes Wasser-Pokémon geplant. Ob ich das heute in dieser Aufnahmesession fange, weiß ich noch nicht. Was ist denn die Heilerin? Ist die nicht hier irgendwo? Ist das nicht irgendwo? Doch, da. So, gut, das Team heilen. Und dann geht's weiter. Unsere Abenteuer hier in Gala. Pokémon Weg. Ich setze mal das Kapu wieder nach vorne. Das ist mit der Welle 16er. Für 34 entwickelt sich das, aber das dauert alles noch ein bisschen. So. Den Trainer haben wir schon besiegt. Und da läuft Evoli, Pikachu Trainer rum. Wie gesagt, Pikachu, Evoli gibt es hier, Irbis, hier heißt es WhatsApp. Mountie müsste es sein, Voldi müsste hier zu finden sein. Ja, das sind so, was ich jetzt gerade auf Anhieb weiß. Das bin ich weiß, um jetzt nachgucken zu können. Pikachu sitzt Donnerwelle an. Ja, gut, Pikachu hat eine hohe Initiative. Oder relativ gute Initiative. Ich spiele es ja auch sehr gerne privat, weil Raichu eigentlich mein Lieblings-Pokémon ist. Oder mit mein Lieblings-Pokémon ist. Das ist sehr verteidigt. Jo, weiter drauf. Und wir setzen Elektroball ein. Jo, eins von den beiden hat 1% des Chance. Gerade bei Evoli sucht man sich ewig. Ja, genau. Paralysiert.
das wäre dumm. Gute 4 machen wir auf jeden Fall diese Folge hier. Dann könnten wir theoretisch sogar nächste Folge sogar schon den Arena-Leiter herausfeuern. Bis hier habe ich am ersten Versuch gespielt, aber es wollte dann irgendwie nicht wieder aufmachen. Ich hoffe, das war alles klappt. So, Pikachu ist besiegt. Tschüss. Oh, 316 Erfahrung, ich würde fast eine 70 gewinnen. So, Pokekill ist besiegt. Jetzt hier auch noch einen mit dem Evoli-Kostüm. So, Beute. Ich brauche mich mal. Ich muss mich mal ganz kurz wieder heilen. So. So, okay. Dann gucken wir mal weiter mit den Trainern hier. Hier ist noch ein Item. Achso, hier gibt es noch Fritzelblitz. Das habe ich vergessen, euch zu sagen. Das gibt es auch noch hier. So. Ah, Sonderbogen. Oh, cool. Sonderbogen. Die heben wir uns auf noch. Ja, sehr die Sache. Die laufen einem sogar hinterher. Ich finde das manchmal ein bisschen nervig, dass die uns. Puh, gut, sehr gut. Dass die einem ewig hinterher rennen, gerade wenn man dann irgendwie auf Itemsuche ist. Und so. Hier ist noch ein Züchter. Aber. Ich springe ihm quasi ins Gesicht. Ich glaube, es hat den Ding in Let's Go auch an. Aber ich finde es cool, dass man die Pokémon sieht. Kann man zumindest nicht sehen. Zum Beispiel, wenn man die spezielle sucht, kann man jetzt ein bisschen. Kann man vielleicht versuchen und suchen, wie es ist. So, jetzt einfach wir wieder runter. Silberblick, ja, okay. Jetzt kurz zur Verteidigung. Ah, fast. Gar kein Rot suchen, ne? Eine Kehrschelle habe ich nur. Okay. Ja, die ist ja nicht dran. Das heißt jetzt aber der Kehrschelle. Ah, könnte klappen mit mehreren Treffern. Wenn wir auf 4 kommen, kommt noch einer. Ah, kommt ja nicht. Stefan. Ja, tschüss, guter Witz. Das ist ein sehr gutes Elektro-Pokémon, entwickelt sich dann immer so ein Voltenso. Wurzel, Wasserpflanze. Nicht, ne? Nicht, ne? Ja, gut, wir lassen sie gleich fürs Kukapu. Fast die Hälfte. Ich habe gar nicht gedacht, was mit dem nächsten Attack aussieht. Schreckt sogar zurück. Okay. Das ist gut. Hätten wir. Und bedeutet sein Ende. So, nächstes. Gut, perfekt. So. Ich weiß, ich mache die Trainer hier oben noch. Alles gut. Genau, Dicta gibt es hier noch. Hier sind zumindest mal 2. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. So. Kukumiel. Ach, das gibt es auch noch, genau. Ach, das gibt so viele verschiedene Formen von denen, welche Süßigkeiten man ihnen gibt. Erdbeeren und sowas. Das ist, glaube ich, vom Typ Fee. Oder? Ja. Dementsprechend anfällig gegen unser Gift-Pokémon. Oh mein Gott, Katze. So, da voll, die war ich fast Level 19. So, das müsste jetzt aber eigentlich so unseren Items. Oder oh, jetzt 19 hinterher. Eine Portion Silberstaub, verstärkter Attack vom Typ Käfer. Wird hier übrigens kein Pokémon fangen. Mein Team nächstes Team dauert alles noch ein bisschen. Ich habe alle Items. Ist da oben nichts weiter? Nö, ist nichts, okay. Gut.
Gut, dann gehen wir hier noch rein. Und da hinten ist tatsächlich schon die erste Arena, aber wie gesagt, das kann passieren, dass wir die als nächste Folge machen. Oder es wird passieren, dass wir die als nächste Folge machen. So, das ist richtig. Wie will ich das mal? Ich will aber auch noch ein Item, was ich vergessen hatte. Ja, ich kann mir den wahrscheinlich nicht verwenden, dieses Wort. Genau das meine ich halt, dieses hinterher springen. Oder hinterherlaufen. Die verfolgen nur die Bücher bis zu einem bestimmten Punkt, aber an dem Stein kann ich nicht vorbei. Ein Schutzband. Okay. Das ist vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Haben wir die. Ich hab schon. Hab die schon. So. Okay. Das ist hinter dem Blitzert jetzt. Ich hätte dann einen gefangen. So, hier haben wir noch eins auf jeden Fall hier oben. Ein Paraheiler vor allen Dingen. Und ich dachte gerade, wir fliegen die rum. Das ist ein, nur ein Trainer, der aussieht. Und das ist dieser Poke-Kid. Ein Pikachu-Trainer. Und der fängt. Oder er fängt seinen Platz auf an. Ach, ich hab schon Attacke ausgewählt. Ich wollte so eure Speier einsetzen, die Käferattacke. Da liegt doch nichts. Ich meine Initiative. Oh, letzte. Jetzt reicht sogar schon, um nochmal angreifen zu können. Okay. Attack ist Gift, nicht? Aber die Kiffer ist schon mal giftig, effektiv. Jetzt ist es zwar ein Schutz, Fahrdämpfschuss, Alter. Ich muss die Kiefer. So, zweimal getroffen. Nur zweimal? Schade, das wird wieder zu würde vielleicht sogar mehr reichen. So, Kefferbiss. Müsste, sogar dann müsste neutral sein wegen Gift. Der Käfer ist normalerweise gegen ungestörte Kiefer. So. Wollen die rechnen mit 19, Skello hat 20, guck mal, 17, ich sitze. Mabula, okay. So, dann geht's mal, wechsle ich auf Skello. Okay. Kann ich nicht die Gegend halt eben, da setze ich mich jetzt, dass ich mich auch einwechsel. Klammer. Da klammer mich sogar noch im Wasser eigentlich. So. Mabula, bzw. seine Form an Pokémon. Ultrasonne privat gespielt mit Donarion. Käfer Elektro-Pokémon auch ein gutes Elektro-Pokémon. Ich habe viele Elektro-Pokémon zu sein. Und hier ist ein Item und zwar die T-Inklusive Nadelrakete. Eine Attacke vom Typ Käfer. Trifft 2-5 Mal. Karte gegen Unlicht, gegen psychische Pokémon. Durchaus. Ja, sehr gutes Mittel. Ich weiß gar nicht, ob ein Pokémon es lernen kann. Ich glaube, es könnte es gut kaputt lernen. Ich weiß es aber nicht. Genau, bevor ich jetzt irgendwelche Punkte verballere, gehe ich mal kurz hoch zu der jungen Dame da eben. Ich glaube, dann haben wir auch alle Trainer durch. Dann sind wir nämlich durch hier mit dem. Obwohl, warte mal. Also, ich gehe trotzdem hoch. Ich gehe mal heilen. Ich gehe mich mal eben um heilen. Wenn man den Service mal war. So. Gut. Wie gesagt, ich glaube, dann haben wir auch alle Trainer. Da dürfte nicht mehr viel passieren. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich so gut die Themen siegen kann, lernen kann. Genau, ich gebe ihm das mal. Level 18. Bis lernst, okay.
Ja, Kersche mal raus. Falls ich brauche, habe ich die Themen sowieso nicht. So. Okay, dann haben wir. Badrakete lernt es nicht. Schade, okay. Da müssen wir gucken, wenn wir dann irgendwann unser. Jetzt wirklich unser Käfer-Pokémon, Käfer. Dann haben im Team. Ich hab's auf alles, was hier so an Trainern und Items umkreucht und fleucht. Ja. Okay. Gut. Da. So viel zum Thema dazu. Nein, eins fehlt es noch. War das hier unten? Jetzt ist es ein bisschen Vitalkraut. Kaffeefähige Pokémon. Das gleiche wie Toppeleber. Okay. Hab ich die Schmissi da unten eigentlich? Wie will die Heidi da? Nee, hab ich. Okay, Wolli gibt's ja auch. Das spielt es dann doch noch hinterher. Eigentlich wollte ich diesen Trainer besiegen. Oder angreifen. Kann man, glaube ich, haben wir noch nicht. Level 18, oh, jetzt. Und du hast bestimmt einen Evoli. Es würde mich schwer wundern. Ja, natürlich hat es einen Evoli. So. Gut, dann kann man mal mit Biss angreifen. Aber es ist schneller als Treppe Kulla auch mehr dran. Dann denkt so unseren Angriff. Oh, super. Weil wir mal Angriffsattacke angreifen will. Dann muss ich mit eurer Speier halt anfangen. Ja, bumm. Das könnte aber nicht so Attacke reichen. Tickelein. So. So, und Evoli ist auch weg. Tschüss. Da. Dann durch. Wunderbar. So, eine sehr, sehr lange Folge. Geht jetzt so langsam dem Ende zu. Ah, jetzt kommen wir jetzt. Okay. Wolli, bleibst du wohl hier? Hier geblieben. Hallo. Was? Oh oh. Oh oh. Autsch. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Oh je, ist alles in Ordnung? Es hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja. Muss ich doch. Ich hab dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Das ist gut, wir haben Feuerstarter. Das sollte relativ einfach werden. Ich muss sagen, vielleicht bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung von Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter hinten in diese Richtung folgst. Genau. Man sieht's ja da so links noch ein bisschen. So, und jetzt bist du artig und komm schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenge zu lange auf uns warten müssen. So, genau, Yaro. Das ist der Typ mit der ersten Arena. Die wir, ich will sagen, nächste Folge machen werden. Also klar, nächste Folge machen werden. Deswegen mache ich kurz die Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und da geht's hoffentlich mit dem ersten Arena-Kampf weiter. Bis dahin, tschüss.